Herzlich willkommen zu einem neuen Schweden-Abenteuer. Diesmal fahren wir aber nicht durch die beiden Steine da. Wir sind wieder in Schweden unterwegs, wie ihr schon sehen könnt. Wie letztes Jahr, dieses Jahr nur 10. Ne, dieses Jahr sind es wie viele Tage? 12 Tage. 12 volle Tage. Wir sind wieder geil bepackt. Wir haben richtig geile Angeln dabei. Und da haben wir noch ein paar andere dabei. Wir sind wieder zu viert. Dieselbe Crew wie letztes Jahr. Der vorne ist der Noah, hinten ist der Simon, vorne ist mein Bruder, der Marco. So, wir hatten gleich gerade einen kleinen Crash, weil ich hier die ganze Zeit an der Kamera rumfummel. Wir fahren jetzt nach Norwegen rüber. Wir fahren jetzt erstmal hier am Rand entlang. Wetter ist extrem krank. Richtig geil im Gegensatz zum Vorjahr. Kaum Wellen. Wir werden später noch richtig geil angeln gehen. Es wird einfach nur richtig Baba. Bitte, bitte aufhören, Wasser aus dem See zu klauen. Wir haben schon niedrig Wasser. So, Wasservorräte werden aufgefüllt. Ich glaube, ich fülle meinen auch mal auf hier. Das Wasser ist so angenehm, ne? Das wird vielleicht eine wir gehen richtig baden heute, Alter. Richtig geil baden. Ja, Mann. Die ist hier irgendwo. Ja, noch weiter nach links. Ja, genau. Hier irgendwo, ne? Muss die sein. Ja, genau. Da so, irgendwo, ne? Hinter dem O. Noch ein Stück weiter hoch beim O. Ja, da irgendwo war die. Ja, dann lassen wir da mal hin. So, wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden unterwegs. Zielen jetzt gerade die Zielinsel an. Und ja, heute machen wir uns einen schönen Tag. Fokus wird hauptsächlich aufs Angeln gelegt. Mein Bruder hat ein richtig geiles Setup dabei. Der hat auch seinen Angelschein gemacht. Deswegen schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Auf jeden Fall jetzt erstmal gleich andocken und einen geilen Lagerspot suchen. Lieber weiter ein bisschen rechts fahren, weil ich bin so nah an den Steinen. Ich will dem nicht den Boden kommen. Wir liegen hier schon echt auf. Jetzt müsst ihr auf den Boden. Kommen wir links oder rechts? Geradeaus, Digga. Vollgas. Richtig Wasser. Noah, kannst du uns rausziehen? Noah. Noah. Ich kann doch anfangen. Ja. Das ist okay. Das ist Anfang, oder? Ja. Ist okay. Danke. Ich stelle mich hier an den Baum. Also, wir haben unseren Lagerspot gefunden. Wir haben hier so einen geilen Zeltplatz mit so einer Feuerstelle. Wir haben auch genug Holz da. Und jetzt werden wir erstmal die Zelte aufbauen, Schlafplatz aufbauen und dann kochen wir uns erstmal was Leckeres und angeln danach. Jetzt in den Schuh rein. Geht schon tausendmal einfacher, ne? Sag mal. Ja, ist trocken, Fotz. Fotz trocken. Fotz trocken. Schlimm? Das geht. Bisschen die Fingerkuppe. Ja, Finger, nur die Fingerkuppe. Finger blutet halt immer wie Sau, Alter. Immer das Problem. Ich halte nichts mehr aus. Hast du was ordentliches dabei? Ach, ich habe doch Handschuhe, die hätte ich eigentlich mal anziehen können. Ja, Mann. Du ziehst jetzt nur noch Handschuhe an, wenn du ein Messer an hast, Digga. Messer benutzt. Die rechte Hand an, voll zerstört, ey. Digga, und das ist der erste. Wir können Tag. Einfach eine Mullbinde drum wickeln und komplett Verband drum machen. Jetzt gibt's erstmal Spaghetti Bolognese. Lass es dir schmecken. Oh ja. Hast du dir verdient. Oh. Oh. Oh, doch kälter, wie ich gedacht hätte. Oh, ein bisschen abwaschen noch. Das war gut. Alter, war das erfrischend, Mann. Geil, ey, ich mach das jetzt jeden Tag. Wo ist das andere Reisig? Da, glaube ich, schon alle. Hol die Flocken hier, Digga, schnell. Jupp, jetzt.
schön. Jetzt macht die so. Ja. Warum zieht immer alles zu mir? Ich hab schon den Arschlochplatz hier. Aber hier gibt's am Rand sind nur Steine, keine Pflanze, wo die Fische sich verstecken können. Klar sind Fische draußen, aber du weißt nicht, wo sie sind. Und wenn wir mal einen geilen Spot finden oder sowas, da anhalten und dann halt da mal fischen. Oh. Das ist ein Käfer-Dings hier. Wo? Jetzt ist er weg. Kann ich mal kurz 5 Sekunden Clip ohne einen Ripser dann Futzer haben? Kochen einen richtig geilen Eintopf. So, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann hauen wir uns ins Bettchen. Das war's mit dem ersten Tag. War richtig geil. Morgen geht's weiter. Ja, ich sag mal, gute Nacht. So, guten Morgen, wir haben Tag 2. Wir sind jetzt immer noch hier auf der norwegischen Insel und wir werden auch heute den Tag hier verbringen. Wir werden ein bisschen angeln und so weiter. Ich habe echt gut gepennt. Es ist gerade extrem nebelig, was extrem cool aussieht. Und ich werde jetzt erstmal was frühstücken mit meinem Bruder. Und ja. Alter, frisst du die alle selber? Nee, ich teile. Guten Digga und danke. Dauert alles ein bisschen länger mit dem Tangia-Kocher, ne? Mhm. Zu Hause hetzt man sich eh immer bei allem so krass ab. Man muss lernen, sich mal ein bisschen Zeit zu lassen. Ich bin fast reingerutscht, Alter. So, wir gehen jetzt mal eine Runde baden, ein bisschen waschen und einfach ein bisschen abkühlen. Es ist wieder richtig warm heute. Immer. Wow. Oh. 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 Mit dem Kopf runter. Der springt natürlich dann ran, wenn man den seinen Schwalles sieht. Oh. Oh. Oh, so fein. Aber es zwiebelt auch in der Wunde. Oh, noch schön ein bisschen Sonne. Und dann war das ein erfolgreicher Tag. So, wir waren jetzt richtig fett baden. Jetzt noch ein bisschen am Feuer aufwärmen. Weil so warm ist es jetzt auch nicht, das Wasser. Die genaue Temperatur kenne ich jetzt auch nicht, aber ja, ist auf jeden Fall eine geile Erfrischung. Und wenn die Sonne
Scheint, es ist sehr angenehm. So, unsere 5 Liter Wasserkanister sind beide leer. Wir fahren jetzt mal raus auf den See, weil da die Wasserqualität ein bisschen besser ist als am Rand. Da fahren wir jetzt mal zu dritt raus und umrunden mal die Insel ein bisschen und erkunden das mal noch ein bisschen, das Ganze. Hier drückt sich hoch, Alter. Wegen der Luft drin. Ja. Also die 10 cm kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Gute 5 reicht. Geht nur darum, da hat nichts von der Oberfläche, aber da oben drauf zu schwimmen, da reinfällt. Wir sind jetzt hier angelegt, direkt am Lager. Wir holen jetzt noch das andere Boot auf diese Seite und dann bauen wir den Katamaran im Wasser. Heißt quasi 2 Boote in der Mitte verbunden und kann man besser, hat man ein bisschen mehr Stabilität und ist einfach witzig. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. So, wir haben jetzt die 2 Stämme für den Katamaran. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ich würde sagen, wir können die ganzen Dinger hier mal noch abhacken mit der Axt, oder? Jo. Dann fuck das nachher. Das wird nix. Warum? Das wird nix. Braucht ein bisschen mehr Optimismus, Digga. Nee. Ja, so kann man es doch schon zusammensetzen. Ja. Den dicken nach hinten. Jo. Hinten ist da. Also. Ja, pass mal auf, dass der nicht wegrutscht. Ja, ich wollte eigentlich gerade den. Oh, hier waren viele Fische. Wieder ja, so genau Platz so. Zum Paddeln, ja. So wie du. Und jetzt gehst du so von außen nach innen. Genau. So? Ja, genau. Ist jetzt schon stabil, ey. Ja? Ja. So, der Katamaran ist fertig. Wir werden ihn gleich mal Probe fahren, oder? Safe. Ein bisschen angeln, einfach mal testen. Man kann auch jetzt ein bisschen nass. Man kann einfach stehen ohne Probleme. Richtig geil, Mann. Schon ein bisschen was, ja? Ja, aber muss auf jeden Fall meine Finger mal abfühlen, Alter. Langsam habe ich die Technik raus. Das ist ein Stamm auf dem Schädel. Wer ist denn der Erste, der einfach so hackt? So, sind jetzt 2 Stunden vergangen. Wir haben ein bisschen Feuerholz noch gemacht, wie ihr gesehen habt. Und jetzt wollen wir ein bisschen mit dem Katamaran mal rausfahren. Zu dritt jetzt, der Noah schläft schon, sag ich mal. Und ja, wir fahren einfach mal raus, angeln ein bisschen und genießen den Sonnenuntergang. Alter, macht das Spaß, ne? Ey, das ist richtig. Das ist richtig fest. Ey, das ist, glaube ich, schneller wie ein normales. Ey, jetzt brauchen wir nur noch ein Segel, ey. Ja, du kannst auch entstellen, gell? Du musst jetzt sitzen. Nice. Wir haben leider noch keinen Biss. Wir fahren jetzt noch mal kurz zurück, Pulli holen und dann versuchen wir noch mal unser Glück. Ist das gemütlich? Fuck, Alter, das war knapp, ne? Boah, das war ultra knapp. Gut, dass wir jetzt so einen kleinen Wendekreis haben. Gut, dass ich dagegen gelenkt habe. Ja, Mann. So, Tag Nummer 2. Wir sind noch mal kurz im Lager gewesen, haben uns noch 2 Angeln fertig gemacht. Jeder hat jetzt eine Angel. Haben uns richtig geile, bequeme Stühle mitgenommen. Ich lasse mich hier kutschieren, wie so ein König, Alter. Und wir angeln jetzt einfach noch ein bisschen auf gut Glück. Einfach ein bisschen, wie heißt es, Spinnfischen? Spinnfischen. Spinnfischen mit Gummifisch. Auf Grund. Auf Grund für die Profis da draußen. Wir wollen nämlich ein paar Zander, ein paar Hechte. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ist das geil, Alter. Oh.
Abriss? Yep. Shit. Oh Mann. Geil, dass ihr da seid, Mann. Ist so. Ist immer wieder richtig geil hier. Ja, Mann. Vor allem, ich find's gar nicht so hart hier. Ist nur hart, wenn das Wetter scheiße ist. Wenn wir 2 Wochen lang nur Sturm hätten, wäre doch hart. Das wäre hart. 2 Wochen lang nur im Zelt chillen. Eine geile Nacht, richtig viel geträumt. Heute wollen wir mal mit dem Katamaran nach Schweden fahren, da wieder ein cooles Dano, also so eine coole Holzhütte anfahren, die wir letztes Jahr schon besucht haben. Und ja, das ist erstmal der Plan. Wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit, packen dann zusammen. So, wir haben jetzt noch richtig lecker gefrühstückt, haben jetzt nochmal das ganze Holz drauf gepfeffert, das ist jetzt gerade richtig heiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich zusammenpacken und werden uns dann Richtung Schweden, Richtung Dano 17 machen und werden da wahrscheinlich auch nochmal 2 Tage verbringen. Wir wollen auf jeden Fall die Woche noch eine Schwitzhütte bauen und ja, wir packen jetzt auf jeden Fall erstmal zusammen und dann geht's weiter. So, die Kanus werden wieder bepackt und dann geht's nach Schweden. Let's go! Gleichzeitig ein bisschen reinschieben. Ja, ich stelle nach. Wow! Immer wieder ein Spektakel. Easy! Wenn man in Schweden Durst hat, füllt man die Flasche auf. Okay. Ist voll warm mit dem Ding, ey. Übel. Was ist das für ein krankes Wetter, was wir hier haben, ey? Das ist doch Sommerfeeling. Simon hat einen Fisch dran beim Schleppangeln. Marco, hol dein Messer schon mal raus. Oder Simon? Naja, wir sollen den erstmal landen. Da ist ein Fisch dran, ne? Wow. Ja, wohl noch. Ja, oh, da ist ein dickes Ding. Das ist ein dicker Fisch dran. Nee, du fliegst ja gleich ins Wasser, oder? Ein Hecht hat er. Wollen wir den heute essen? Ja. Alter, halt krass. Halt die Rute hoch, halt die Rute. So. Kommst du dran? Ja, warte mal. Der lebt schon. Wollen wir den schlachten? Ja. Ja, gib mir mal einen Knüppel. Alter, wie fühlt sich das an? Gut an, auf jeden Fall. Das ist der einzige, erster dicker Fisch. Monster. Zeig mal den Prachtkerl. Alter, ist das ein Vieh, ey. Wow, den können wir heute essen. So einen großen habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, lass so rückpaddeln. Aber hier, zeigen. Simon, willst du den mal haben in der Hand? Ist deiner. Der wird heute Abend gegessen, ey. Hammer. Richtig krank, Mann, Simon. Geil. Boah. Was ein Abenteuer hier, ey. Jetzt fällt ihn wieder rein. Jetzt haben wir ein richtig geiles Abendessen, Mann. Darauf stoßen wir jetzt erstmal an. Prost auf Simon und seine Angelkünste. Ist so, auf Simon. Prost. Prost! Auf Simon! Wir gleiten übers Wasser. Auf jeden Fall zieht es vom Wetter her ein bisschen zu hier vorne, ne? Halt! Was ist denn das für ein Geräusch? Es geht weiter. Wir sind gerade am Diskutieren, auf einmal zieht die Angel. Richtig krank, ey. Ey, das sieht aber nach einem dicken Fisch aus, ne?
Wir können so viel Fisch gar nicht fressen. Müssen wir. Wenn Fisch getötet wird, wird ihn gegessen aus Respekt. Meinst du, das ist ein großer? Der Fisch zieht uns eher mehr zu sich. Der ist so fett. Hey, so ein Fisch hat Power, Electro Mio. Was ist los? Abgerissen. Das ist traurig. Schade, aber was will man machen? Wird bestimmt nicht der letzte gewesen sein. Marco will einfach keinen Fisch fangen. Passiert. Das ist aber echt belastend. Passiert. So, hier vorne wäre eigentlich schon wieder so eine Holzhütte gewesen, aber da sind schon wieder Leute, deswegen werden wir nochmal weiterfahren. Ich glaube, heute schaffen wir fast 12 Kilometer, oder? Wir sind alle schon ziemlich kaputt. Ja, fahren wir mal weiter. Kleine Pause. Und vielleicht finden wir noch einen nicen Spot. Ey, wie nennt man das Schwanzvergleich hier? Und schon was gefangen. Wollt ihr mal einen Fisch sehen? Was habt ihr dabei? Hecht. Hecht. Ja, pack mal aus. Saubere Sache, Petri. Petri, Dank. Erstmal kurz vorbeigefahren, geflext und weiter geht's. Seeschutzgebiet. Ja, genau. Warum sind in Schweden so viele Steine? Nice, Leute. Guck mal. Und. Los. So, wir haben uns so einen Spot gefunden. Hier ist richtig gemütlich. Richtig schöne Bucht mit Sand. Hier ist eine kleine Feuerstelle, ein kleiner Zeltplatz. Und hier kann man gut angeln. Wir sind richtig kaputt. Kochen jetzt erstmal was, packen aus. Also der Fisch ist ausgenommen, klappt immer auf. Boah. Da ist ordentlich Fleisch dran an dem Ding. Das wird später richtig geil gespeist. So, ich habe ein kleines Geschäft zu erledigen. Mein Bruder fällt jetzt schon mal einen toten Baum, damit wir auch genug Feuerholz haben heute Nacht. Geiler Sound. Und Abfahrt. So, das Lager steht jetzt. Hier ist ein Noah sein Zelt hinten. Hier habe ich doch ein Zelt aufgebaut, also ich schlafe. Im Zelt. Ich habe hier sind richtig viele Insekten. Mein Bruder schläft daneben. Wird wahrscheinlich dann eh reinkommen, so wie ich ihn kenne. Und hier unten schläft der Simon direkt am Abgrund, könnte man sagen. Könnte sein, dass wir heute Nacht einen Plumpsen hören und ihn aus dem Wasser holen müssen, weil er im nassen Schlafsack liegt. Und jetzt werden wir hier ein bisschen baden gehen. Wir sind alle am Stinken, am voll geschwitzt und so. Alter. Komm rein da! Komm! Keine Dünne, den Kopf! Oh, das ist jetzt schon geil. Schau mal, das ist schon gesund wieder. Oh! Voll aufs Schnauze gefallen! Oh! Aua, das hat mir getan. Also wir machen jetzt mal ein bisschen Holz, damit wir den Hecht auch kochen können und dann wird richtig geil gegessen später. Aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen gearbeitet. Wir sind alle richtig am Arsch, aber das gehört leider dazu, da müssen wir jetzt durch. Jeder Anfang ist schwer. Kacke, weil der Hecht sogar ein bisschen gerissen ist, da bleibt mir etwas hängen. Ja. Keine Ahnung, wenn mal jemand zuguckt, so hier, das ist besser wie Fernsehen. Hier hast du Kochshow, hier hast du Schnittshow, hier hast du Hackshow. Ich hab so viel Kraft gerade. Das Porridge gibt Kraft, hä? Ne, eher mehr der Zucker aus dem Eistee. Ja, ich sag doch, deswegen trinke ich den Scheiß. Nicht, weil ich süchtig bin.
bisschen höher. So, andersrum hoch. Deine Hand so nach vorne beugen. Und nach den Pilzen. Das sieht echt heftig aus. Alter, sieht das geil aus. Guten Leute, ne? Guten. Ich glaube, mein Magen muss sich erst an so etwas gewöhnen. Hat es noch nie gegessen. Oh, das habe ich mit Liebe zubereitet. So, das war's mit Tag 3. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Aber wir sind jetzt auch extrem müde. Wir fressen und dann geht's ab in die Haier. Mittlerweile haben wir Tag 5 und wir haben gestern mal einen Tag Auszeit genommen, also ich habe gestern nichts gefilmt. Es ist auch nichts Spannendes passiert. Wir haben uns nur einen neuen Lagerplatz gesucht, weil der andere ein bisschen blöd war, weil die anderen dann auch im Zelt pennen wollten. Jetzt haben wir wieder was Cooles gefunden. Hier mit einer Feuerstelle direkt am Strand. Hier steht immer noch unser Katamaran. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Holz gemacht. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Diesen fetten Stapel haben wir jetzt eine Stunde Holz gemacht. Und ja, wir wollen jetzt eine Schwitzhütte bauen. Da nehme ich euch noch ein bisschen mit. Wir haben jetzt schon, wie gesagt, das Holz vorbereitet. Da kommen dann quasi Steine rein. Die werden erhitzt, werden dann quasi in so eine Art Shelter reingelegt. Und da wird dann so ein bisschen Birken- und Tannensud draufgeklatscht. Und dann kann man da ein bisschen Wasserdampf erzeugen und richtig geil saunieren. Und danach haben wir da hinten eine richtig geile Stelle. Können wir gleich ins Wasser reinjumpen. Das wird richtig geil. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir den Shelter bauen. Ich würde sagen, wenn wir die Steine rausmachen, machen wir die Seite hier einfach kaputt und holen einen anderen Stock und schieben die Steine auf die Pfanne drauf. Alles klar. Mal gucken, wo wir den hinstellen. Da wird alles drauf gemeißelt. Ist ja eigentlich dann egal, ne? Ist halt so, dass es auf derselben Höhe ungefähr ist. Jetzt quasi hier eine Plane rum, hier eine Plane rum. Muss halt alles richtig dicht sein, ne? So richtig schön mit Steinen auch ausgelegt. Ja, wird richtig nice, Mann. Ich kann mal schon mal testen, okay? Aber die Halle ist zu. Also die Schwitzhütte nimmt langsam Gestalt an. Wenn man jetzt an die Ecken auch nochmal tapst, vorne kommt dann quasi die Öffnung hin. Ja, das wird, glaube ich, richtig krank, wenn man so richtig heiß ist, so richtig aufgewärmt und dann ins kalte Wasser springen. Also die Steine werden entfernt vom Feuer und dann wird der erste Gang gemacht. Machen wir mehrere? Ich weiß es noch nicht. Da hinten ist doch wäre schon geil. Wäre schon geil. Zwei, komm. Also wir gehen jetzt rein. Dann wird der Aufguss drauf geschüttet. Wir schützen 10 Minuten, Viertelstunde. Boah, und dann springen wir ins Wasser. Ey. Rein in die Olga. Oh, ist das geil. Auf geht's. Sauer. Okay, man darf noch gar nicht so lange nachdenken. Boah! Oh shit! Nochmal! Ist das krank, Mann! Oh. Geil! Ah! Ja, noch ein Gang, oder? Ja. Hey. Auf geht's, Leute. Geil war's. So, wir holen jetzt das zweite Set mit Steinen raus. Es waren gerade ein bisschen zu wenige Steine. Und jetzt ballern wir nochmal richtig. Alter. Machen wir es nochmal richtig heiß. Das war jetzt, sag ich mal, so Medium. Aber jetzt ballern wir nochmal richtig. Ich muss die Pfanne ziehen. Okay, zweiter Durchgang ist gemacht.
Das war jetzt viel besser, hat richtig gut geklappt. Auf geht's, Simon! Wow. Und jetzt muss ich. Oh shit. Okay. Wow. Oh. Schön einstaponieren. Und dann geht's gleich nochmal ein letztes Mal rein. Hä, gehst du nicht mehr rein, Digga? Ah, okay. Was? Wow, Noah, weg hier! Okay, ein letztes Mal. Ich hab eigentlich keinen Bock mehr. Also war richtig geil, Jungs, oder? Das machen wir morgen vielleicht nochmal. Auf jeden Fall morgen früh nochmal. Ja, richtig krank, ey. Einer der Highlights auf jeden Fall bis jetzt, ey. Hammer. Und die Sonne kommt auch nochmal raus. Ist das krank. Man kann sich nochmal richtig schön aufwärmen. Hammer. Schön in frische Klamotten rein. Extrem. Okay, ich darf nicht zu weit nach vorne filmen, da sind noch nackte Männer. Aber extrem geile Erfahrung, Mann. Hammer. So, wir fahren jetzt nochmal mit dem Katamaran raus. Ein bisschen angeln. Wir haben jetzt schön gegessen. Und jetzt fahren wir mal zu viert raus und wollen hier ein bisschen so das Schilf abangeln. Und noch ein bisschen das Abendessen rausholen hier. Wir brauchen nämlich noch irgendwas Fleischiges. Also wir haben wieder ein Hecht dran, gleich nach 5 Minuten. Alter, krass. Schönes Wieder ein kleines Hecht, oder was? Ey Simon, du bist einfach der übelste krasse Typ. Ist der überhaupt groß genug zum Essen? So, zeig mal das Ding. Also unser Profi hier wieder ein Hecht rausgezogen, ey. Krasser Typ, der Mann. Der zweite heute. Ach, der zweite. Der zweite jetzt schon. Simon ist einfach unser Meisterjäger. Auf jeden Fall fängt es gerade an zu nieseln. Jetzt fahren wir nochmal ganz schnell zurück, weil ich kein Außenzelt dran habe und die anderen auch noch ihr Zelt offen haben. Nicht, dass das gleich alles durchnässt ist. Und halt mein Eingang. Ja, Eingang, den Reißverschluss vom Eingang habe ich eigentlich immer offen gehabt. Echt? Ja. Hab den mal dazu gemacht. So, guten Morgen. Wir haben jetzt Tag 6 von unserem 12-tägigen Kanu-Trip. Ich habe relativ gut geschlafen. Es hat die ganze Nacht geregnet, was auch mal irgendwie cool ist. Also ich kann bei diesem Sound extrem gut schlafen. Wir wollen heute mal in diese Holzhütten, die es hier am See gibt, gehen. Hauptsächlich, weil es die nächsten paar Tage richtig eklig werden soll, richtig regnerisch. Und da ist natürlich nicht so geil im Zelt. Genau, und wenn man in den Holzhütten ist, dann kann man halt wenigstens mal ein bisschen zusammen Karten spielen und so weiter. Genau, und das ist erstmal unser Ziel für heute. So, ich will euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, wie wir jetzt eigentlich gefahren sind die letzten paar Tage. Hier ist auf jeden Fall unser Startpunkt. Dann haben wir hier hinten in Norwegen auf einer Insel, die nicht mehr eingezeichnet ist, 2 Tage verbracht. Sind dann quasi hier hochgefahren, hier hoch. Und dann sind wir hier rüber. Hier sind wir aktuell. Wir sind gerade ungefähr hier irgendwo. Und unser Plan ist es auf jeden Fall heute, hier an der Küste entlang zu diesem Dano zu fahren. Dann wollen wir noch weiter in den Norden hier irgendwo noch mal pennen und dann die letzten paar Tage wollen wir uns dann wieder auf den Rückweg machen, wieder hier runter. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal 6 Kilometer zum nächsten Dano. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder die Angel rausschmeißen zum Schleppen, weil wir so am meisten Erfolg hatten. Okay, jetzt ist mein Bruder dran. Wieder keine 5 Minuten gefahren. Jetzt kann er mal zeigen. Haben wir einen Totschläger? Axt. Schon wieder ab. Irgendwas machst du falsch an deinem Fuß. Oder hast du da irgendwo einen Hänger gehabt? Schon wieder ab. Oder die Fische sind einfach so groß, dass sie es abreißen. Naja, auf ein neues. Wir haben zum Glück noch einen Simon dabei. Wir müssen aber nach rechts, ne? Rechts an die Seite. Ja. Und? Und? Alles klar, den Rest nicht mehr raus. Was oder was? Sieht sehr cool aus, der Alter. Labekram, Alter. Hä?
Also wir sind auf der Insel angekommen. Und die Hütte scheint wohl auf irgendeinem Berg zu sein. Die schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Und wir werden wahrscheinlich dann hier heute pennen. Hier ist so eine Holzmachstelle. Wir haben noch ein bisschen trockenes Feuerholz da. Haben die letzten, die da waren, da gelassen. Auch extrem cool immer. Richtig viel Platz. Richtig krasse Aussicht. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Und auf jeden Fall Platz für 4 Leute. Schön. Zum Schlafen. Ganz schön schwer, ne? Ja. Ah, tut das weh. So, wir haben jetzt alles hochgebracht. Jetzt kochen wir erstmal richtig schön Carbonara. Dann ziehen die uns rein. Und später vielleicht noch ein bisschen angeln. Mal schauen. Man hat immer so einen Kohldampf, wenn man hier unterwegs ist. Vielleicht geisteskrank. Und die Männer hier sind auf die glorreiche Idee gekommen, diesen Baum hier zu fällen. Schauen wir mal, ob das was wird. Das schneide ich dann gleich rein, wenn der Baum hier im Lager liegt. Das kommt dann als Thumbnail. Ne? Einfach so auf die Nudeln geklatscht. Auf kochende Wasser über uns drüber. Ja. Übertreib mal eben. Ja, oder? Wir drücken jetzt einfach alle in diese Richtung, oder? Ja. Und? Einfach knack. Hat besser geklappt, wie ich gedacht hätte. Ich habe das jetzt in meinem Video noch gar nicht so krass gezeigt, aber es gibt bei uns jetzt hier schön Speck, dazu Eier und hier so eine Carbonara-Sauce. Das schmeckt extrem geil, wirklich, wenn man den ganzen Tag draußen ist. Das ist ein Duft, Alter. So, ich habe jetzt einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Die anderen haben schon mal vorgesägt und ich hacke jetzt noch ein bisschen Holz. Ich schwitze die zwei Kuchen los und Brot fressen und so eine Scheiße, Alter. Wir haben keine Snack mehr. Digga, ihr habt doch noch Brot genug. Ihr habt doch noch Porridge. Ja, wir haben doch noch Porridge und Brot, Alter. Gib doch ein bisschen Brot und Porridge bei uns. So spielt das Schicksal einem zu, dass wir genau den Weg gewählt haben. Zum Einkaufszentrum. Die Konsumgeil halt. Die Kick. Tja, jetzt liegt's an mir, hä? Hast du dabei? Perfekt. Ihr presst nur Brot, Mann. Ja, sorry. Ich zieh leider nur Porridge und Brot die Woche. Ich zieh mir mal ein Wochenende ab, Alter. Alter, der zerballert das Ding wie kein anderer. So, das war es jetzt wahrscheinlich Mittag 6. Wir haben jetzt nichts mehr Aufregendes gemacht. Morgen fahren wir weiter in Richtung Norden. Genau, ich denke mal, das war's jetzt. Wir werden jetzt, denke ich, noch ein paar Bierchen trinken und später noch den Fisch grillen. Und dann war's das für heute. Oh, leck. Das sieht aber echt geil aus, muss ich sagen, wie das ist. Ist auf einmal so blau, die Flamme, ja, ne? Das ist so ein riesen blaues Flammenspiel, ey. Riecht eigentlich ziemlich süß und lecker. Na, ich habe mir keinen Alkohol mehr. So, wir haben es jetzt Tag 7. Wir haben wieder alles eingepackt. Heute geht es weiter in Richtung Norden. Die anderen sind ziemlich niedrig mit ihren Vorräten. Deswegen müssen wir heute mal in die Stadt rein und noch ein paar Vorräte kaufen. Vielleicht mal ein frisches Stück Fleisch für heute Abend zum Grillen. Hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu lange in der Zivilisation aufhalten. Wir haben jetzt auch schön den Platz wieder sauber hinterlassen. Alles nochmal durchgekehrt. Und ja, jetzt wird, denke ich mal, so 10 Kilometer geballert. Dann suchen wir uns quasi eine neue Holzhütte, laden wir erstmal ab. Dann, wenn der Katamaran leer ist, können wir richtig schnell dann zur Stadt fahren, ein paar Vorräte besorgen und dann geht's wieder rein in die Wildnis für nochmal 5 Tage.
Jetzt. Einfach unter das Boot geklemmt. Ist bestimmt 10 cm tief. Schön der ganze Sand mit rein. Hier wird Gas gegeben. Ich muss ja auch mal mithalten. Sonst wird das ja nichts. Schreiben wir wieder nach links. Der flucht da gleich rein. Oh. Ehrlich. Jetzt haben wir alle Fischbisse am Kopf. Nicht nur Fischbisse. Ich habe vielleicht meinen Buni verloren. Danke, Simon. Buni, Buni, Buni. Ich hab's auch nicht gerafft, danke, Mann. Den hab ich auch gleich gefangen. Ey, Simon. Ja, ist so. Du hast was gut bei mir. Burger King geht auf mich, bei Simon gönn ich, Alter. Simon gönn ich. Boah, das hätte ich gern auf Kamera gehabt. Ach du Scheiße. Der ist fast ins Wasser gefallen. Ich hab Pali hier voll im Stock reingehauen. Und dann ist das Ding weggegangen und hab dich mit da hinten gerissen. Das wär's jetzt gewesen, hätte ich richtig schön Abflug reingebaut, Alter. Wir müssen richtig mit Vollspeed auf die Sandbahn. Alles klar. Hunger! Hunger! Damit wir nicht reinziehen müssen. Seht ihr einen Dano? Ja, dahinter ist doch ein Dano. Ja, da ist doch ein Dano. Was macht ihr denn? Du kannst einfach nur nichts sehen. Und da liegt sogar noch Holz. Das ist auf geht's! 2, 1, 1. Sand ist einfach. Weiter kann ich nicht. Oh. Also wir laden jetzt aus. Wir haben unseren Spot gefunden. Hier werden wir so gut 3 Tage bleiben. Weil es wahrscheinlich ab morgen, übermorgen anfangen wird zu regnen extrem. Also zu 100% steht bei Google Wetter. Und hier ist unser Spot. Ein richtig riesiges Dano. Geht richtig krass in die Tiefe. Hier wieder Feuerstelle. Wieder so ein Ding, wo man Holz machen kann. Und hier geht es richtig tief rein. Also hier können locker 5-6 Mann pennen. So, bevor wir jetzt einkaufen gehen in der Stadt, müssen wir uns mal kurz waschen. Weil wir sehen ja aus wie Höhlenmenschen und wir riechen auch, glaube ich, so. Hier tut einfach gut, Alter. Oh, fühlt sich geil an, oder? Ja. Schön mit den Eiern rein, schau. Marco, so einfach ist es. Oh. Ja, so, wir fahren jetzt hier durch so einen richtig schönen, kleinen, verlassenen Kanal zum Mall. Ist auch mal cool irgendwie, mit dem Boot zum Einkaufen zu fahren. Also wir sind jetzt hier irgendwo angelandet und die Mall ist irgendwo da oben. Schauen wir mal, ob wir uns da irgendwie durchkämpfen können. Wow, wow. Das sieht schön aus, ey. So nach 7 Tagen Wildnis oder 8. Das erste Mal wieder in der Zivilisation und hier ist eine riesen Mall direkt mit Burger King, Subway, alles was das Herz verkehrt. Wir sind gerade alle schon ein bisschen am Ausrasten, wir haben richtig Bock. Irgendwas Geiles zu essen. Das ist gerade so eine Reizüberflutung, Mann. Wir sind hier in dieser Mall. Hier ist es so laut und hier sind tausende Menschen und Läden und alles. Das ist gerade ein ganz komisches Gefühl irgendwie. Auf jeden Fall holen wir jetzt erstmal was vom Burger King. Erstmal richtig schön was snacken, Mann. Wir sind einfach komplett überfordert hier. Irgendwie fühlen wir uns hier gar nicht wohl. Ich glaube, weil es einfach ein so laut ist. Da hast du so viele Menschen. Es ist einfach irgendwie fast schon unerträglich. Wir essen jetzt schnell und dann gehen wir noch ein paar Sachen einkaufen. Aber dann will ich aber auch schnell wieder weg hier, ohne Witz. Ich habe nicht gedacht, dass die Zivilisation sich so scheiße anfühlt. Ich frage mich, ob das schon immer so war. Mir ist nur nicht aufgefallen, weil ich nie in der Wildnis war. Also wir waren einkaufen, sind jetzt wieder hier in der Natur. Haben jetzt auf jeden Fall genug für die nächsten 5 Tage. Wir hoffen jetzt auf jeden Fall, dass unsere Kanus noch dastehen. Aber ich denke schon. So, das Kanu ist noch da. Wir haben alles gekriegt, was wir wollten. Und jetzt geht's wieder zurück zum Dano. Schön ein paar Steaks grillen später und einfach noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen mit ein bisschen Dosenbier. Wir sammeln hier noch nebenbei ein bisschen Treibholz. Weil wir sind jetzt 2-3 Tage an dem Spot. Und da können wir so viel Holz gebrauchen, wie wir nur kriegen können. Oh, fast in die Eier gerammt, ey. Geht's uns, komm ich raus, da pack ich an. Jetzt kommen noch die himmelsten Wellen hier. Schwer? Es geht.
Aber trocken. Schmeiß den so. Ich hab hier hinten. Oh, Alter, das war wieder knapp. Voll gegen die Schädeldecke. Also bei uns gibt es jetzt noch richtig schön Steak. So, wir haben jetzt Tag 8 und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach totem Holz bzw. nach einem toten Baum, damit wir morgen, wenn wir schlechtes Wetter haben, genug Feuerholz haben. Und dass wir heute schon mal ein bisschen was vorbereiten für morgen. Wir sind hier so ein bisschen auf so Feldern unterwegs und schauen uns gerade ein bisschen um. Es ist echt krass, wie man richtig die Augen wieder braucht und die Ohren. Hier draußen in der Wildnis. So im Alltag braucht man seine Sinne gar nicht so krass. Also hier brauen sich ganz schön dunkle Wolken auf, wie man vielleicht hier sehen kann. Und es soll auch laut Google in 1-2 Stunden regnen. Deswegen versuchen wir jetzt hier mal alles regensicher zu machen und stellen die ganzen Tonnen davor, damit wir trotzdem kochen können. Das Holz, was wir jetzt haben, bereiten wir jetzt schon mal vor. Falls wir immer mal wieder keinen Regen haben, dann können wir zumindest Feuer machen, ein bisschen was kochen oder einfach ein bisschen Wärme generieren. Also die Sonne ist nochmal rausgekommen, wir sind fertig gepackt und werden es jetzt starten. 14 Kilometer, wir haben alle richtig Bock. Also es hat gerade geblitzt anscheinend, hat mein Bruder gesagt. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen. Aber wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, langsam Richtung Festland zu fahren. Nicht das, weil wir sind hier eine richtige Zielscheibe auf dem See. Das sieht richtig scheiße aus vor uns gerade. Also Ende gut, alles gut. Wir haben endlich ein Dano gefunden. Das ist hinten im Wald, das ist ein bisschen düster. Aber es ist besser wie nichts. Wir sind heute, glaube ich, 21, 22 Kilometer gefahren. Das ist schon eine Profi-Strecke fast. Geiler Sonnenuntergang. Jetzt müssen wir nur noch das Zeug ins Lager tragen. Ich habe richtig Hunger. Dann wird erstmal richtig lecker was gekocht. Hammer. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir pennen heute im Zelt irgendwo im Wald. Aber wirklich, Ende gut. Alles gut.